So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten kleinen, aber feinen Tipp von mir. Den Fehler habe ich nämlich auch am Anfang gemacht. Ihr seht es oben links, ich habe mein Schild in der Hand, habe meine Waffe in der Hand, sprinte rum. Und genauso denke ich mal, werden viele von euch rumlaufen. Jetzt fragen sich bestimmt viele, was will der uns denn erzählen? Aber ich weiß ja schon, ihr seid wegen dem Titel auch hier. Ihr macht nämlich wahrscheinlich auch denselben Fehler wie ich. Man muss sich einfach angewöhnen, die Waffen wegzupacken, wenn man wirklich rennt. Das Ganze macht ihr ganz einfach, indem ihr nur R drückt und dann könnt ihr schon direkt viel, viel schneller laufen. Ihr denkt vielleicht, ja, das macht nicht viel Unterschied, aber man merkt es dann schon, wenn du wirklich mal hier durch den Wald läufst oder so, dass du halt viel agiler bist und alles. Wir können das immer ganz ausprobieren. So, jetzt haben wir die Waffen wieder an. Ihr merkt schon, es ist schwerfälliger. Die Waffen wieder zurück. Seht ihr? Ich bin deutlich wendiger. Also man merkt es eigentlich, sehen tut man es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, aber wenn man es selber mal ausprobiert mit Waffe wegstecken und Schild, dann merkt man, denke ich mal, schon schnell den Unterschied, wie das ist, wenn man dann doch etwas schwerer beladen ist in der Hand oder eben nicht, weil wir wissen selber, mit Einkaufstüten in der Hand läuft sich immer ein bisschen langsamer, als wenn man die dann doch wegpackt und einen Rucksack oder so. So, das war's eigentlich schon. Mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Ihr könnt so deutlich schneller laufen. Es kommt schneller von A nach B. Ihr gewinnt mehr Spielzeit, weil wir wissen alle inzwischen, jeder, der ein bisschen länger jetzt Valheim spielt, Zeit ist hier echt. Eieiei. Wie viel Zeit habt ihr schon inzwischen im Spiel verbracht? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte oder eventuell sogar in anderen Videos schon, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.